Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5029 im Detail erklärt. Wir sehen hier Cosinus von x und hier Tangensquadrat von x. Wir werden versuchen, Tangensquadrat von x in Cosinus von x zu verwandeln. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir wissen, dass Tangensquadrat von x Sinusquadrat von x geteilt durch Cosinusquadrat von x ist. Durch die Grundformel der Trigonometrie können wir Sinusquadrat von x verwandeln in 1 minus Cosinusquadrat von x und erhalten so für Tangensquadrat von x diese Differenz. Also ersetzen wir in dieser Gleichung Tangensquadrat von x durch diese Differenz. Zack, ist gemacht. Jetzt verteilen wir noch diese 3 und setzen alle Termen links vom Ist-Zeichen. Somit erhalten wir diese Gleichung, die wir noch mit Cosinusquadrat von x multiplizieren. Und so sehen wir, dass wir die Gleichung erhalten haben und in dieser Gleichung tritt die unbekannte x nur in Form von Cosinus von x auf. Dann stellt man Cosinus von x gleich y, ersetzt hier drin überall Cosinus von x durch dieses y und so stoßen wir auf diese y-Gleichung zweiten Grades. Wir lösen diese Gleichung zum Beispiel mit der Diskriminanten Delta, b² minus 4ac, und stoßen so auf zwei mögliche y-Werte, y gleich 3 oder y gleich 1/2. Erster Fall, wenn y 3 ist, dann bedeutet das, dass Cosinus von x gleich 3 ist, was natürlich Nonsens ist, denn der Cosinus von egal welchem Winkel befindet sich immer zwischen minus 1 und 1, kann also niemals 3 sein. Die erste Möglichkeit führt zu keiner Lösung der Gleichung. Jetzt die zweite Möglichkeit, y gleich 1/2. Das bedeutet, dass Cosinus von x 1/2 ist. Und 1/2 ist genau der Cosinus von Pi Drittel. Und somit haben wir diese Grundgleichung Cos gleich Cos, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel plus minus der zweite Winkel plus k mal 2 Pi ist, wo k eine ganze Zahl kennzeichnet. Wir übertragen diese Lösungen auf unsere Gleichung, finden somit, dass x plus minus Pi Drittel plus k mal 2 Pi sein muss. Wir haben die Lösungen dieser Gleichung gefunden. Wir zeichnen diese Lösungen im trigonometrischen Kreis ein und übertragen sie sofort in die Lösungsmenge hinein, denn es gibt keine Möglichkeit, die kürzer zu fassen als so. Und unsere Übung ist schon beendet.